Servus Leute, Kano hier und willkommen zu ein, was steht denn da oben jetzt? Ey, fick doch die Henne! Was ist heute eigentlich los? Ich stehe hier die ganze Zeit rum und warte, dass hier irgendwie ein bisschen was frei wird. Fahre ich gerade los und dann kommt so ein Vollpost, der sich da hinstellen will. Na egal. Auf jeden Fall willkommen zu einem neuen Video. Wir sind ein bisschen unterwegs. Und zwar ist eigentlich jetzt heute, also laut Wetterbericht, aber echt Wetterbericht ist in letzter Zeit so ein Abfuck. Laut Wetterbericht jetzt regnet soll nur so, aber ist eigentlich, nach Regen sieht es nicht so ganz aus, ist eigentlich ziemlich schön. Könnte 1-2 Grad wärmer sein, aber wollen wir mal nicht übertreiben, ne? Und ich dachte, ich fahre halt mal nochmal eine kleine Runde. Ich dachte, ich nehme halt Kamera mit. Ein bisschen mit mir selber verlabern. Ist ja auch nicht schlecht. Immer schön an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Sofern es geht. Ja, können wir hier einmal kurz hoch und Brorach einmal hoch und runter fahren. Je nachdem, mal gucken, wie es aussieht. Heute Nacht hat es ein bisschen geregnet. Also es könnte ein bisschen feuchter auf der Straße sein. Dann ist natürlich immer ein bisschen scheiße, weil ist natürlich im Wald drin, ne? Da kommt auch nicht so viel Sonne hin. Ja, was machst du? Nicht? Nee, danke. Die Oma, du bremst auf der geraden Strecke einfach nur rum. Was soll das? Du musst echt nicht übertreiben. Hui! Boah, da hinten alles weiß da hinten. Man merkt auch gleich, wenn man hier hochfährt, gleich ein bisschen kühler. Es macht halt einfach gleich immer 2, 3, 4 Grad aus, je nachdem. Das ist schon verrückt. Guck mal, hier liegt sogar noch Schnee. Hier, so. Da hat es heute Nacht geschneit. Oder gestern Abend. Bei uns hat es halt ein bisschen geregnet, hier oben hat es halt ein bisschen geschneit, vielleicht sogar schon. Naja, was soll's. So ist das. Aber wer ein paar Kurven haben möchte, der muss eben ein bisschen hochfahren. Aber ich muss tanken. Oh, ich habe keinen Bock zu tanken. Egal, das reicht schon noch ein bisschen. Ist immer schon wieder mal so ein bisschen aufgeblinkt. Na, ja komm, fahr zu. Mit ihren riesen LKWs durch diese kleinen Straßen durch. Ist schon auch irgendwie, glaube ich, ziemlich anstrengend so mit der Zeit. Aber irgendjemand muss es ja machen, ich meine. Und ich meine, es macht ja auch sicherlich Spaß. Manchmal ist es natürlich Abfuck, aber es kann natürlich auch richtig Spaß machen. Ah, Mann. Boah, kennt ihr das? Ich habe bei den scheiß Schuhen, die scheiß Schnürsenkel, weißt du, wenn die sich da manchmal so um die Fußrastenanlage rumwedelt, was auch immer. So, du bleibst jetzt hier stehen. Warum? Weil vor dir einer da links abbiegen will, oder was? Ich könnte jetzt vorbeifahren, aber ich will jetzt nicht an dem LKW vorbeifahren. Hat der da auf einmal rechts rüber schert. Wickelt. Das wollte ich sagen. Habe ich das gesagt gehabt? Alter, bin ich verpeilt. Ja, auf jeden Fall. Und dann willst du halt einen rechten Fußrunde machen zum Anhalten. Auf einmal kriegst du den Fuß nicht weg und dann haut es dich am besten aufs Maul. Aufs Maul hat es mich zum Glück noch nicht gehauen damit, aber ist schon ein bisschen eklig. Ja, jetzt habe ich halt meinen Schnürsenkel schön in die Hose so in den Socken noch reingestopft. Aber das wird jetzt eh dann bald sein Ende haben, denn ich habe mir richtig schöne Schuhe bestellt. Yay, das zweite Mal. Das erste Mal habe ich so mit eine Nummer zu groß bestellt. Ja, habe ich super gemacht. Ja, aber ich habe mir schöne Alpine Stars bestellt, passend halt natürlich zur Kombi, die ich mir jetzt auch gekauft habe und so weiter. Und dachte ich mir, ja, jetzt können wir auch, ja, schon, meine Nase ist ein bisschen zu, deswegen schniefe ich ab und zu. Jetzt müssen die Schuhe halt auch noch her. Aber Leute, das ganze Zeug ist so teuer, echt, ich könnte kotzen. Und da denkst du dir so, kaufst du das Moped, ja, jetzt passt du mal, hast einen Helm, okay, Handschuhe natürlich. Und kaufst halt irgend so eine kratzige Kombi, was weiß ich, für einen Huni oder so.
Ja, so läuft es halt meistens dann doch nicht. Ich habe jetzt, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, was jetzt trotzdem noch nicht so übertrieben viel ist, also jetzt, ich habe einen Zweiteiler, eine Hose, Jacke, also ja, toll, Zweiteiler, Hose, Jacke, ja, macht Sinn. Dann andere Handschuhe habe ich mir auch noch bestellt, weil die sind schon ein bisschen runter. Und dann Helm und Schuhe sind jetzt alles zusammen so 1100 Euro. So um den Dreh. Ja, schon ein Haufen Geld. Das ist, mein Moped hat doppelt so viel gekostet. Aber ist schon krass. Aber ich meine, es ist alles berechtigt. Es ist halt einfach Sicherheit, geht halt schon vor. Mein Motorradfahren ist an sich einfach so gefährlich. Oder es kann so gefährlich sein, sagen wir mal so. Je nachdem, wie man sich verhält und so weiter. Aber selbst wenn du perfekt fährst, ist es gefährlich. Und da ist jeder Schutz ist eigentlich sein Geld wert. Auch wenn es manchmal ein bisschen heftig teuer ist. Wenn man dann schaut, was... Also du, manch ein Helm, der kostet ja schon 600, 700 Euro oder noch mehr. Ich meine, da nach oben gibt es ja sowieso keine Grenze. Ich weiß nicht, ob es ab irgendeinem Preis dann irgendwann keinen Sinn mehr macht. Oder, also, was ist jetzt an einem 600-Euro-Helm so viel besser wie jetzt an einem, sagen wir, 200-Euro-Helm? Ich meine, also 200 Euro so ungefähr würde ich schon für einen Helm ausgeben. Ich denke, das ist also sowas für unter 100 würde ich vielleicht... Also das kann ich auch nicht haben. Aber mein erster Helm war so ein MTR, glaube ich, voll billig Helm. Der hat halt 60 Euro oder so gekostet. Und der war halt schon scheiße, ne? Sag mal, einfach ganz ehrlich zu sein, der ist halt einfach scheiße gewesen. Und dann, habe ich meinen halt HJC-Helm gekauft. Und der war dann schon ein bisschen besser gewesen. Der hat dann auch so um die 200 Euro gekostet. Aber ob es dann 400, 500, 600 Euro sein müssen, lasse ich mal so dahingestellt. So, weh, du fährst jetzt da runter. So, Alter.